wiederzusehen. Bei dem schönen Wetter hätte ich gedacht, dass ich hier vielleicht mit 10 Leuten sitze oder so. Sollte man denn draußen sein, dass ich ein bisschen anständig hier Musik muss sagen. Aber gut, das ist auch spannend hier. Also, Thema heute Abend: Astronomie, der Himmel von morgen, die Superteleskope der Zukunft sozusagen. Und dann fangen wir aber erstmal hier mit an. Die Astronomie wird ja generell als die älteste oder zumindest eine der ältesten Wissenschaften angesehen. Aber doch ist vieles von dem, was wir heute wissen über das Universum, ist dieses Wissen noch gar nicht so alt. Es ist manchmal hilfreich, sich in Erinnerung zu rufen, dass dieses uns allen vermutlich wohlbekannte Bild, eine Blue Pearl von der NASA aufgenommen, zwar meine Großmutter kannte dieses Bild noch, aber meine Urgroßeltern nicht. Das heißt, so lange ist das alles noch nicht her, vor allem natürlich auch mit der Raumfahrt. Aber die Astronomie erlaubt es uns natürlich, uns in Zusammenhang zu bringen mit dem Rest des Universums. Also erlaubt uns die Astronomie, erlaubt uns wahrzunehmen, dass wir eben auf einem Gebilde, auf einem Planeten leben, der endlich ist und auf dem sozusagen alles Leben auf seiner Oberfläche in irgendeiner Art und Weise zusammenhängt. Hier ist noch ein Bild der Erde. Kein Widerspruch? Nein, ist natürlich Saturn hier, aufgenommen von Cassini. Cassini hat kürzlich das Zeitliche gesegnet und ist in den Saturn hineingestürzt. Cassini blickt hier zurück in das Sonneninnere. Der Saturn verdeckt also die Sonne, aber die Erde ist doch auch auf diesem Bild. Ich helfe Ihnen, ich zeige es Ihnen. Da ist sie. Dieser kleine Lichtpunkt da. Und wenn, abgesehen von all den tollen Informationen über den Saturn, die in diesem Bild enthalten sind, so lernt uns dieses Bild doch auch, dass wir hier auf der Erde doch letztendlich nichts sind als ein kleiner Fels, ein kleiner Lichtpunkt, der einsam und alleine seine Bahn durch das kalte, schwarze Nichts zieht. Und wie fühlt es sich dabei? Schon irgendwie niedergeschlagen. Nein, ich helfe Ihnen noch ein bisschen nach. Wenn wir die B-Straße oder Heimatgalaxie von außen sehen könnten, dann würde sie ungefähr so aussehen: wir leben in einer Spiralgalaxie, einer Ansammlung von mehr als 100 Milliarden Sternen. Und wir bewohnen einfach einen dieser Seitenarme der Galaxie. Und unsere Sonne ist letztendlich nichts anderes als einer dieser Milliarden von Sternen. Unser Sonnensystem ist nur eins von sehr vielen, wie wir gleich noch sehen werden. Und nehmen wir dieses Bild hier, das ist das Hubble Ultra Deep Field, aufgenommen vom berühmten Hubble-Weltraumteleskop, das wir gleich nochmal sehen werden. Das ist eine der tiefsten Belichtungen des Universums, die die Menschheit jemals gemacht hat. Fast jeder Punkt, den Sie hier sehen, ist eine sehr, sehr weit entfernte Galaxie. Und mit diesem, schon fast mit bloßem Auge, können wir auf diesem Foto erkennen, wie sich das Universum verändert. Was dieses Bild tut, es setzt uns hier auf der Erde letztendlich in Beziehung, uns, unser Sonnensystem, unsere Sonne, unsere Milchstraße, setzt es in Beziehung zum Kosmos, zu einem sich entwickelnden Kosmos, der mittlerweile etwa 13,8 Milliarden Jahre alt ist. Und das Spannende dabei, obwohl wir mittlerweile so viel herausgefunden haben, ist, dass die Astronomie nach wie vor für Überraschungen gut ist. Nehmen wir dieses Beispiel hier, extrasolare Planeten, also Planeten, die andere Sterne umkreisen, also außerhalb unseres eigenen Sonnensystems. Die kennen wir erst mit Sicherheit, so richtig erst seit 1995, da wurde der erste extrasolare Planet um einen normalen Stern entdeckt. Seitdem haben wir Tausende entdeckt. Und die Frage danach, ob die Erde einzigartig ist, können wir mittlerweile recht gut beantworten. Die Antwort ist nein, sie ist es nicht. Hier ist einer der erdähnlichsten Planeten mit dem schönen Namen, prosaischen Namen Kepler-452b. B. Kepler-452 ist der Stern, und B ist der erste Planet, den man da oben entdeckt hat. Der Mutterstern dieses Planeten ist etwa 10% größer als die Sonne, also sehr, sehr ähnlich wie die Sonne. Eine Umlaufzeit von 385 Tagen, ist also in einer sehr ähnlichen Umlaufbahn mit einem Mutterstern wie die Erde und die Sonne. Ist zwar ein bisschen größer und ein bisschen schwerer, aber letztendlich sehr, sehr ähnlich. Und doch hat uns die ganze, alles, was wir über Planetensysteme entdeckt haben, doch ziemlich aus der Bahn geworfen. Hier ist eine Zusammenstellung von einigen der Planetensysteme, die durch das Weltraumteleskop Kepler entdeckt worden sind. Was hier gezeigt ist, sind natürlich als schematisch dargestellt ist, sind natürlich Planeten, eben wie sie um ihren Mutterstern kreisen. Wir haben auch viele Systeme hier drin, die mehrere Planeten
beherbergen. Und diese Systeme sind doch in ihrer Gesamtschau recht anders, als wir uns das vorgestellt haben. Unsere Vorstellung davon, wie sich Sonnensysteme entstehen, mussten wir ziemlich revidieren, nachdem diesen Planeten, also innerhalb der letzten 20 Jahre, nachdem wir diesen Planeten entdeckt haben. Anderes Beispiel, jetzt auf den größten Skalen. Das hier ist ein Bild der sogenannten kosmischen Hintergrundstrahlung. Also das ist die, sozusagen der Nachhall, das Glühen, das Restglühen des Urknalls. Dieses Licht wurde ausgesandt, als das Universum etwa 380.000 Jahre alt war. Was wir hier sehen, ist eine Karte des gesamten Himmels. Muss man sich vorstellen, man nimmt diese Karte und entwickelt sie sich um den Kopf. Man kann den ganzen Himmel sehen. Und diese Farben darauf sind winzige Schwankungen in der Temperatur dieser Strahlung. Winzig kleine Schwankungen, etwa 1 zu 100.000 kleine Schwankungen. Und diese Schwankungen erzählen uns von dem Ursprung aller Strukturen im Universum. Ursprünglich war das Universum, war alle Materie im Universum extrem gleichmäßig verteilt, sondern es gab nur diese winzig kleinen Dichteschwankungen. Und aus diesen Dichteschwankungen ist im Laufe der Jahrmilliarden dann durch im Prinzip einfach durch Schwerkraft all die Strukturen entstanden im Universum, die wir heute uns herum sehen. Zusammen mit anderen Beobachtungen hat uns die kosmische Hintergrundstrahlung auch gelehrt, das ist auch erst vor 20 Jahren, ziemlich genau 20 Jahren, entdeckt worden, dass die Ausdehnung des Universums etwas sehr, sehr Merkwürdiges macht. Die Tatsache, dass das Universum sich ausdehnt, das wissen wir schon seit weit 100 Jahren, von Edwin Hubble seinerzeit entdeckt, in den 1920er Jahren, aber die Ausdehnung des Universums sollte eigentlich abgebremst werden durch alle Masse im Universum. Denn Schwerkraft ist ja immer nur anziehend und Masse, es gibt keine negative Masse in dem Sinne, also nicht elektrische Ladung, es ist Abstoß und anziehende Kräfte. Schwerkraft ist immer nur anziehend. Deswegen sollte die ganze Masse, die im Universum vorhanden ist, sollte dafür sorgen, dass sich die Ausdehnung des Universums verlangsamt im Laufe der Zeit. Das tut sie aber nicht, genau das Gegenteil tut sie. Das hat man, wie gesagt, vor 20 Jahren herausgefunden, dass vor ein paar Milliarden Jahren das Universum angefangen hat, sich beschleunigt auszudehnen. Das war eine riesige Überraschung und immer noch ein riesiges Rätsel, dafür hat es 2011 den Physik-Nobelpreis gegeben. Warum ist das so? Keine Ahnung. Was ich damit sagen will, die Astronomie hat immer noch jede Menge Überraschungen auf Lager, obwohl sie eben eine der ältesten Wissenschaften ist. Und somit sind wir heute, können wir uns heute fast noch, nicht ganz, aber doch fast noch ein bisschen fühlen wie Galileo Galilei hier. Also Galileo Galilei wird gern, man erzählt sich, es sei der erste Mensch gewesen, der vor etwas über 400 Jahren das damals gerade erst neu erfundene Teleskop als erster Mensch in Amerika gerichtet hat. Und so ziemlich alles, was Galileo damals gesehen hat, warf alles über den Haufen, was man damals meinte oder glaubte, über das Universum zu wissen. Sonnenflecken auf der Sonne, auf der Oberfläche der Sonne bewies, dass die Sonne eben nicht irgendwie ein perfekter Himmelskörper ist. Die Tatsache, dass die Venusphasen hat, bewies mehr oder weniger das geozentrische Sonnenmodell, die Jupitermonde bewiesen, dass es eben noch ein anderes Zentrum der Bewegung geben kann als die Erde und so weiter und so fort. Und so ein bisschen ist es heute auch noch. Wenn man eine große neue Teleskope baut, dann wird meistens noch etwas entdeckt, was vorher kein Mensch auf dem Plan hat. Es ist immer eine schöne Aufgabe, sich mal hinzusetzen. Und für große Teleskope, die jetzt schon seit einer Weile laufen, sich mal anzugucken, was stand denn ursprünglich mal, was haben die Astronomen ursprünglich mal aufgeschrieben, warum sie dieses Teleskop haben wollen? Also was war das Dokument, mit dem sie zu den Politikern hingegangen sind und haben, liebe Politiker, gebt uns, keine Ahnung, so und so viele Millionen Euro, damit wir dieses tolle neue Teleskop brauchen, denn das sind die Fragen, die wir noch nicht beantworten können. Das ist auch in der Regel eines gemacht worden, wenn man sich dann 10 Jahre später anguckt, für welche wissenschaftlichen Ergebnisse dieses Teleskop am meisten bekannt ist, dann gibt es da sehr wenig Meinung. Denn das liegt daran einfach, wie gesagt, dass jedes Mal, wenn wir das Universum auf irgendeine Art und Weise beobachten können, was wir vorher nicht beherrscht haben, erschließen sich uns ganz neue Phänomene, die vorher keiner vorhergesehen hat. Seit Galileo ist natürlich schon ganz eine Menge passiert. Wir haben eben schon ein paar Beispiele gesehen von Herrn Denninger. Das 12-Meter-Teleskop ist natürlich 12 Meter, und zwar hat ein 12 Meter Brennweite von William Herschel. Die Größe eines Teleskops gibt man in der Regel aber dann an mit der Größe seiner Öffnung, also entweder seiner Linse oder seines Hauptspiegels. Hier ist das Ross 6-Foot, das war lange Zeit
Monster von den Leviathan, wo es gemacht seinerzeit. Das war lange Zeit das größte Teleskop der Welt, wurde dann abgelöst von dem erst in der modernen Zeit, dem 100 Zoll Hubble-Teleskop, das er im Hubble noch benutzt hat. Dann kam das 200 Zoll Teleskop dazu, das für viele Jahrzehnte den Rekord als das größte Teleskop der Welt hielt. Naja, und heute haben die größten Teleskope so 8 bis 10 Meter Durchmesser, die größten optischen Teleskope haben so 8 bis 10 Meter Durchmesser. Hier ist ein 8,2 Meter Spiegel, Einheitsspiegel des Very Large Telescopes. Das Ganze sieht von außen betrachtet so aus, das VLT, das Very Large Telescope, hat insgesamt 4 dieser 8 Meter Teleskope, plus noch ein paar kleinere dazu. Und das ist so ziemlich das modernste Observatorium, das wir heute auf der Erdoberfläche haben. Es gibt allerdings auch andere Dinge noch. Das modernste Observatorium im Bereich der optischen Infraroten Astronomie sollte ich nicht wahrnehmen hinzuzufügen. Wir können natürlich auch andere Dinge bauen. Hier ist das Large Binocular Telescope, das auch unter deutscher Beteiligung zustande gekommen ist, zumindest ein Instrumentar dafür. Wenn man sich bemüht, sozusagen wie ein Fernglas gleich ein Teleskop zu bauen. Wir haben es aber natürlich noch ausgebreitet seit Galileo. Nicht nur nehmen wir mit unseren Teleskopen das Licht wahr, das wir mit unseren Augen sehen können, also das sichtbare Licht, sondern die elektromagnetische Strahlung umfasst natürlich einen viel größeren Bereich. Das elektromagnetische Spektrum geht von den sehr energiereichen Gammastrahlen bis eben hin zu den langwelligen Radiostrahlen. Das hier ist eines der größten vollbeweglichen Radioteleskope der Welt. Ich weiß niemand, wo das ist. Effelsberg, genau, der Eifel steht da. In Deutschland ist nicht das allergrößte, in Greenland gibt es noch ein größeres. Diese Radioteleskope kann man auch zusammenschalten, so wie hier am Jansky Very Large Array, das durch den Film Contact mit John Foster recht berühmt wurde, 27 Antennen. Und die kann man zusammenschalten und sozusagen als ein Instrument dann betreiben. Das nennt man dann Interferometrie, das ist nämlich deshalb später nochmal wichtig werden wird. Hier ist eines der neuesten dieser Art, das hier ist das ALMA, das Atacama Large Millimeter and Submillimeter Array. Recht prosaische Namen, die Astronomen sind zwar recht clevere Leute in der Regel, aber beim Namen ausdenken für den Teleskop sind sie jetzt nicht so wichtig. Das hier liegt in Chile auf einem Hochplateau in 5000 Meter Höhe, da unten ist noch der eine Luftdruck wie hier, da wird die Luft also schon sehr dünn. Aber so hoch muss man eben hinaus, weil diese Teleskope eben in Millimeter bzw. sogar im Submillimeter Wellenlängenbereich beobachten. Und da schwimmt das Wasser in der Atmosphäre, deswegen möchte man möglichst hoch hinaus. Nicht nur stört das Wasser in der Atmosphäre, die Atmosphäre ist generell für uns Astronomen ein wenig hinderlich, sagen wir mal, denn bei vielen Wellenlängen lässt die Atmosphäre auch nichts durch. Also hier die energiereichen Gamma-Röntgenstrahlen, UV-Strahlung kommt eigentlich überhaupt nicht durch. Es gibt eigentlich nur einige wenige Fenster, sozusagen, durch die man überhaupt ins Weltall hinausgucken kann. Das ist zum einen das optische Licht, dann das zum Teil das UV-Rote und dann gibt es eben dieses Radiofenster, wo man hinausgucken kann. Wenn ich in anderen Wellenlängen, also entweder hier im mittleren Infraroten oder hier bei den energiereichen Strahlungen, wenn ich dort das Universum beobachten will, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als ein Teleskop irgendwie über die Atmosphäre hinauszupacken. Das kann man entweder so machen, man lädt ein Teleskop auf ein Flugzeug, das ist ja eine kurze 747, ein Gemeinschaftsprojekt, das ist das SOFIA-Teleskop, ein Gemeinschaftsprojekt der NASA, der deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums, DLR hier. Ja, und die fliegen durch die Gegend an der Seite Klappe auf und schlagen mit einem 2-Meter-Teleskop aus der Seite raus. Das funktioniert erstaunlich gut, man wollte es nicht machen. Aber natürlich, das Nonplusultra ist natürlich hinaus ins Weltall zu gehen. Und das hier ist vermutlich als der berühmteste, das berühmteste Teleskop, wenn nicht sogar das berühmteste wissenschaftliche Instrument überhaupt aller Zeiten. Das ist natürlich das Hubble-Weltraumteleskop, das seit mittlerweile 28 Jahren seine Bahn über unsere Köpfe zieht, in einer Höhe von etwa 580 Kilometern. Hatte gerade ihren Geburtstag, im April hatte ich Geburtstag, seit 28 Jahren. Das Hubble-Weltraumteleskop hat die Astronomie revolutioniert und hat unglaubliche Beiträge in so ziemlich allen Bereichen der Astronomie geleistet. Aber
das hat Weltraumteleskop allein nicht das einzige Weltraumteleskop. Wir haben im Laufe der Jahre Dutzende davon, Dutzende Weltraumteleskope in den Weltraum geschickt. Und das eines der neuesten Werkzeuge, das kann ich, konnte ich jetzt nicht widerstehen, das hier mit reinzubringen, ist dieses Teleskop hier Gaia, der europäischen Raumfahrt der ESA. Denn Gaia hatte gerade vor 25. April, also vor etwa zwei Wochen, einen großen, war in den Nachrichten, denn sie haben Daten veröffentlicht. Was Gaia macht, Gaia misst die Position von Sternen und macht es so genau, und macht es nicht nur einmal, sondern mehrmals für viele Jahre. Und somit kannst du die Veränderung von der Position von Sternen eben feststellen. Und dadurch lässt sich die Entfernung zu diesen Sternen feststellen und es lässt sich die Eigenbewegung dieser Sterne feststellen. Das heißt, ich kriege, und dann misst es auch noch die radiale Komponente der Bewegung, misst es auch noch. Das heißt, was mit diesem Teleskop gemacht wird, es kann die Position im Raum, also nicht nur am Himmel, sondern im Raum von Sternen feststellen und seine dreidimensionale Geschwindigkeit auch noch. Also für diejenigen, die es was sagen, den sechsdimensionalen Phasenraum von Sternen wird von Gaia vermessen. Und das, jetzt kommt es nicht nur für 1, 2, 3 oder 10 Sterne, sondern für über eine Milliarde Sterne. Also wir reden von etwa ungefähr, größenordnungsmäßig 1% aller Sterne der Milchstraße werden von diesem Teleskop hier vermessen. Und was vor zwei Wochen rausgegeben wurde, war diese Daten hier, das ist kein Foto im eigentlichen Sinne, sondern was hier abgebildet ist, ist die Anzahl der Sterne, also die Helligkeit, die Anzahl der Sterne, die Gaia gesehen hat, also zu der Position am Himmel. Das hier ist natürlich die Milchstraße, man sieht hier die dunklen Staubwolken davor. Und die Farbe gibt die gemessene Farbe der Sterne tatsächlich her. Also es ist nicht wirklich ein weitwinkliges Bild des gesamten Himmels, sondern es ist ein zusammengesetztes Bild von etwa 1,7 Milliarden Sternen. Fasziniert. Und das wird das auch revolutionieren. Wenn ich diesen Vortrag vor einem Jahr gehalten hätte, hätte ich Gaia noch in die Klasse der Superteleskope von morgen gesetzt. Mittlerweile ist das Ding Realität. Die schiere Anzahl von neuen Teleskopen, der neuen Observationsmöglichkeiten, insbesondere in den 90ern und des vorigen Jahrhunderts und den Nullern, also sowohl die ganzen Weltraumteleskope, die wir hatten, als auch die Großteleskope, das erste 10-Meter-Teleskop, die 1995 online, das Keck-Teleskop auf Hawaii, das VLT, das wir eben gesehen haben, im Ende der 90er Jahre an dem Himmel. Das hat irgendwie zu einem riesen Aufschwung der Astronomie eben in den 90er und 2000er Jahren geführt, sodass damals viele Leute, allerdings nicht zum ersten Mal, aber auch damals eben davon gesprochen haben, dass wir im goldenen Zeitalter der Astronomie. Und insbesondere, was damals dann eben möglich war, dadurch, dass man eben diese vielen verschiedenen Beobachtungsmöglichkeiten eben als Funktion der Wellenlänge auch hatte, war, dass man zur sogenannten Multiwellenlängenastronomie überging. Bis in die 70er, 80er Jahre hinein, würde ich mal sagen, herrschte in der Astronomie so ein ziemlicher Wellenlängenschauvinismus. Wenn man da einen Astronomen gefragt hat, was er gemacht hat, sagte der, ich bin Radioastronom oder ich bin optischer Astronom. Infrarot-Astronomen damit beschäftigt. Und das war dann, weil diese verschiedenen Beobachtungsmöglichkeiten mit ganz technisch unterschiedlichen Gerätschaften arbeiten, gab es da nicht sehr viele Crossover, sondern die Leute arbeiteten sozusagen in ihren eigenen Feldern. Aber im Laufe der Zeit wurde eben klar, dass wenn man zum Beispiel die Entwicklung von Galaxien verstehen will, dass es eben nicht damit getan ist, Galaxien nur im Optischen zu beobachten, wo ich eben nur die, sagen wir mal, mittelalten Sterne sehe, sondern dass ich eben auch das Infrarote brauche, um die alten Sterne, überhaupt das UV-Licht, um die sehr jungen, gerade erst geborene Sterne sehen zu können. Ich brauche Röntgenbeobachtungen, um den aktiven galaktischen Kern im Zentrum einer solchen Galaxie erkennen zu können. Also es wurde dann klar, dass ich diese ganze Welt, diese ganze Spektrum wirklich brauche, um solche Systeme wie zum Beispiel eben Galaxien wirklich verstehen zu können. Und somit wurden eben viele Astronomen zu sozusagen Multi-Wellenlängen-Astronomen, die sich eben Beobachtungen bei ganz vielen verschiedenen Wellenlängen bedienen. So, bevor ich jetzt sozusagen auf die Zukunft komme und jetzt kommt hier unser Multi-Wellenlängen-Astronomie, will ich jetzt sozusagen einen kleinen Einschub machen und über eine Entwicklung der letzten 10 Jahre sprechen,
die sozusagen diese Multivalent-Astronomie noch einen Schritt weiter denkt und nach weiter nach vorne bringt. Denken wir doch mal für einen Moment nach darüber, wie wir denn überhaupt Informationen aus dem Universum bekommen. Wie wir können überhaupt etwas aus dem Universum lernen? Naja, ich rede die ganze Zeit von Teleskopen schon und von Licht, elektromagnetischer Strahlung. Ganz klar, elektromagnetische Strahlung ist eine der Hauptboden, sozusagen eine der Informationsträger, die wir benutzen, um etwas für das Universum zu lernen. Aber, das ist der springende Punkt, es ist nicht der einzige Licht oder elektromagnetische Strahlung ist nicht der einzige Informationsträger. Es kommen auch noch andere Dinge aus dem Universum zu uns, die wir eventuell dafür nutzen könnten, um über das Universum etwas zu lernen. Zum Beispiel, naja, nicht nur kommen Dinge zu uns, wir können auch irgendwo hinfahren, nicht direkt die Exploration. Das funktioniert natürlich nur in unserem nächsten Umfeld. Aber nur nochmal, um das nochmal ganz präsent zu machen, hier, das ist der Rover Curiosity, der immer noch auf dem Mars einen Runden dreht. Das hier ist ein schöner Graph, und ich bin mir sicher, dass sich hier irgendwie kann man sicherlich einen Index zusammenbasteln darüber, wie fortgeschritten eine technologische Zivilisation ist, indem man misst, wie viele Kilometer sie auf der Oberfläche anderer Planeten zurückgelegt hat. Hier sind die Strecken, die diverse Fahrzeuge entweder auf dem Mond oder auf dem Mars zurückgelegt haben. Hier ist Opportunity, der seit 2004 seine Runden auf dem Mars dreht und mittlerweile, ich glaube, mit über 45 Kilometer zurückgelegt hat. Dieser Chart hier ist nicht ganz aktuell, aber den habe ich nicht gefunden. Genau, Opportunity 45 Kilometer und Curiosity, die man da links sieht, ist bei mittlerweile 20 Kilometer angekommen. Das ist schon ziemlich erstaunlich. Man kann den Pfad, den Curiosity genommen hat, auf der Mars-Oberfläche übrigens tagesaktuell sich abrufen und angucken. Und von Curiosity haben wir eben solche tollen Aufnahmen bekommen wie diese hier, die einem wirklich den Eindruck vermitteln, dass man, als ob man auf der Oberfläche des Mars stehen würde. Eins meiner Lieblingsbilder, das muss ich immer irgendwie einschieben, ist das hier. Wissen Sie, was das da in der Mitte ist? Auch ein Bild aufgenommen von Curiosity. Wissen Sie, was das da ist? Das ist ein Meteorit. Und wissen Sie, warum der so weiße Punkte da hat, die so rechtmäßig, regelmäßig da draußen? Die stammt daher, dass Curiosity diesen Meteorit mit einem Laserstrahl angestrahlt hat, um an die Oberfläche zu ein bisschen zu verdampfen und herauszufinden, wo draußen der Meteorit gemacht ist. Und wir stellen fest, es ist ein ziemlich gewöhnlicher Eisenmittel-Meteorit, aber ist das nicht irre? Wir können Meteoriten auf der Oberfläche eines anderen Planeten finden und nur finden, dann auch noch mit Lasern schießen, um zu analysieren, woraus sie gemacht sind. Schon ganz schön cool, oder? Dieses Bild hier ist Pluto. Man denkt immer so, ach ja, seit den 60er Jahren hatten wir Raumfahrt, wir kennen sicherlich den hintersten Winkel des Sonnensystems, Pustekuchen. Dieses Bild stammt von 2015. In 2015 ist das New Horizons Probe, ist zum Beispiel das erste menschengemachte Objekt, das an Pluto vorbeigeflogen ist. Wobei, wo die Merkur vorbeigeflogen, zum Anhalten, das würde viel zu viel Energiekosten, ist einfach vorbeigeflogen und hat Fotos von Pluto gemacht. 2015 war die Menschheit zum ersten Mal bei Pluto. Also von wem wir kennen das Sonnensystem in unserer Westentasche? Noch lange nicht. Da gibt es noch sehr viel zu tun. So, jetzt kommen wir mal hier zurück. So, jetzt kommt noch einer dieser Informationsträger, die wirklich von außerhalb zu uns kommen. Die kosmische Strahlung, was ist das denn? Das ist keine elektromagnetische Strahlung, sondern das ist ein elektrisch geladene Teilchen, Protonen und Elektronen und Positronen, dergleichen, die zu uns kommen. Die kann man nachweisen, zum Beispiel mit dem Pierre-Auger-Observatorium, das 2008 fertiggestellt wurde, also auch erst vor 10 Jahren. Wenn so ein Teilchen, die sind extrem energiereich, also bedeutet, sie fliegen wahnsinnig schnell, wenn so ein Teilchen auf die obere Atmosphäre trifft, dann interagiert es mit den Atommolekülen in der Atmosphäre und es entstehen solche sogenannten Sekundarschauer von anderen Teilchen, auch Lichtblitze, und die kann ich versuchen, eben mit Detektoren auf der Erde und mit Teleskopen eben zu sehen, diese Lichtblitze und die Sekundarteilchen. Und das Ganze findet auf einer Fläche, das Ganze steht in Argentinien, in der Pampa, auf einer Fläche von etwa 3000 Quadratkilometern, etwa 30 Mal so groß wie die Stadt Paris, sind diese Dinger verteilt. Und damit beobachten wir seit 10 Jahren ungefähr die kosmische Strahlung. Nun ist das blöd, ich habe gesagt, nicht diese kosmische Strahlung sind geladene Teilchen. Geladene Teilchen haben immer die Eigenschaft, dass sie durch Magnetfelder abgelenkt werden können. Und Magnetfelder, auch wenn sie schwach sind, gibt es mehr oder weniger überall im Universum. Das heißt, wenn ich so ein kosmisches Teilchen aus dieser Richtung
kommen sehe, dann heißt das noch lange nicht, dass in dieser Richtung auch das Objekt liegt, aus dem das diese kosmische Strahlung produziert hat, sondern weil sie durch Magnetfelder umgelenkt worden ist. Das heißt, es ist noch bis jetzt noch einigermaßen schwierig, die kosmische Strahlung wirklich Astronomie zu betreiben. Wir können die kosmische Strahlung an sich natürlich untersuchen, aber was sie uns über das Universum genau aussagt oder die Prozesse, die kosmische Strahlung produzieren, so weit sind wir leider noch nicht. Ein anderes Teilchen, das aus dem Universum zu uns kommt, ist das Neutrino. Ein Neutrino ist ein fast masseloses Teilchen, das die Eigenschaft hat, so gut überhaupt nicht mit dem Rest des Universums zu wechseln. Es wird nur über die sogenannte schwache Wechselwirkung, wie der Name schon sagt, diese Wechselwirkung ist extrem schwach. Und schwache Wechselwirkungen bedeuten halt, dass es das auch unheimlich schwer nur nachweisen kann. Also es fließt ein steter Teilchen, ein Neutrinostrom durch uns hindurch, ich habe die genaue Zahl vergessen, aber durch jeden Quadratzentimeter meiner und ihrer Haut fließen in jeder Sekunde ein paar tausend Neutrinos, ohne dass sie irgendwas davon gab. Wenn so ein Neutrino wechselwirkt derartig schwach, dass es durch die komplette Erde durchfliegen kann, als ob da gar nichts sei. Also für ein Neutrino ist die Erde sozusagen unsichtbar. Nur ab und zu eben passiert es ganz, ganz selten, dass so ein Neutrino eben doch mit irgendwas wechselwirkt. Und das versucht man mit diesem Observatorium, mit diesem Neutrino-Teleskop eben zu beobachten. Das hier ist IceCube. Befindet sich am Südpol. Da oben ist die Scott Anderson Base am Südpol, eine Forschungsstation. Und was da Forscher gemacht hat, die haben etwa 1 Kubikkilometer Eis geschmolzen und haben dort diese Fäden eingezogen. Und an diesen Fäden hängen solche komischen U-Boot-artigen Kugeln. Und mit diesen U-Boot-artigen Kugeln sind in der Lage, die kleinsten Lichtblitze wahrzunehmen. Denn wenn so ein Neutrino doch mal mit einem Eismolekül wirkt, dann wird aus so ein Neutrino ein Myon, ein anderes Teilchen. Und dieses Myon, dann, das verursacht dann einen Lichtblitz, das man mit diesen Kugeln dann sehen kann. Auf die Tour hat man schon mittlerweile ein paar Dutzend Neutrinos nachweisen können. Übrigens vorzugsweise nimmt man die Neutrinos, die von unten, die erst durch die ganze Erde durchgekommen sind, weil wenn sie von oben kommen, kann man sie nicht so gut auseinanderhalten von anderen Elementarteilchen, die durchfliegen. Aber es sind schon ein paar Dutzend nachgewiesen. Es sind ein paar Dutzend. Am Anfang hatten sie alle Namen. Die ersten zu zweit, die reichsten, diesen Herrn und Bert. Also, man merkt schon, ein paar Dutzend ist es auch schwierig, wirklich Astronomie zu betreiben und diese Teleskope, diese Neutrinos wirklich einzelne Objekte am Himmel zu ordnen, um zu verstehen, woher sie kommen. Also, auch das ist noch schwierig. Aber jetzt ist das Allerneueste: Gravitationswellen. Was sind Gravitationswellen? Denn das hat natürlich in 2015 einen riesen Aufruhr gegeben, den Sie sicherlich alle nachverfolgt haben. Hier, wenn ich zwei kompakte Objekte nehme, so wie zwei schwarze Löcher, die sich umkreisen, die hier in deren Umfeld die Gravitationskraft so stark ist, dass das Licht der Hintergrundsterne abgelenkt wird, deswegen sieht man hier diesen komischen Linseneffekt. Wenn die sich umkreisen, dann produzieren sie Gravitationswellen. Und mit diesen Gravitationswellen geht Energie, wird Energie mit abgestrahlt. Diese Energie kommt aus dem Orbit dieser beiden schwarzen Löcher, das heißt, sie kommt sich dann immer näher, bis sie sich dann irgendwann miteinander verschmelzen, so wie wir das hier gerade in dieser Simulation gesehen haben. Dann muss man sich ungefähr so vorstellen, zwei kompakte Objekte, die diese Gravitationswellen dann abstrahlen. Was sind Gravitationswellen? Das sind letztendlich Wellen in der Raumzeit, die Krümmung der Raumzeit verändern. Okay, jetzt ein bisschen abstrakt, aber was macht das? Das kann man ganz schön sehen. Wenn eine Gravitationswelle hier durch die Wand fliegen würde, dann streckt und staucht sie den Raum periodisch in dieser Art und Weise, wie wir das hier sehen. Und diesen Effekt kann man theoretisch messen. Also das hier mal zu sehen, also wenn ich sozusagen die Länge der Erde beobachten könnte, also wenn ich genau wüsste, wie groß die Erde ist und das genau sozusagen überwachen könnte zu dem gegebenen Zeitpunkt, wenn dann hier solche Gravitationswellen durchkommen, dann staucht und dehnt es die Erde eben aus in diesem rhythmischen Muster, das wir da gerade gesehen haben. Das Problem dabei ist, dass der Effekt winzig klein ist. Selbst wenn ich die gesamte Erde sozusagen als Detektor nehmen könnte, mit einem Radius von 6000 Kilometern, dann müsste ich diese 6000 Kilometer mit einer Präzision vermessen, die etwa der Größe von 5 Protonen entspricht. Ja. Das ist der Zeitpunkt, wo man dann als Experimentalphysiker sagt, okay, ich suche mir was anderes. Einstein hat das schon errechnet und meinte,
schöne Spielerei, aber vollkommen unmöglich, das jemals zu sehen. Hat er nicht ganz so richtig gehabt? Nein, er hat vollkommen richtig gehabt. Denn mittlerweile können wir was sehen. Wie kann man das sehen? Mit so einem sogenannten Interferometer. Ein anderes Interferometer ist das, was ich eben gemeint habe. Das ist sozusagen das klassische Interferometer. Ich nehme einen Laserstrahl, spalte ihn auf und schicke ihn entlang zwei Bahnen, die genau in welchem Winkel zueinander stehen. Am Ende ist ein Spiegel, der bringt das Licht zurück und dann kombiniere ich das Licht wieder. Licht kann man ja auch darstellen als eine Welle, und wenn diese Welle in Phase ist, dann überlagert sich das Licht richtig und ich kann was sehen. Wenn dieses Licht außer Phase ist, also wenn sich Wellentäler und Wellenberge miteinander verbinden, überlagern, dann zerstört sie sich sozusagen und ich sehe überhaupt nichts. Also das kann man sich so vorstellen, wenn jetzt also von oben, wir blicken auf das Ganze jetzt von oben, wenn jetzt von oben eine Gravitationswelle reinkommt, dann dehnt sich wechselweise der eine Arm, der andere wird gestaucht und umgekehrt. Und das bedeutet einfach, dass sich Lichtwellen dann gegenseitig gegeneinander verschieben. Ebenso, jetzt sehe ich nichts, jetzt sehe ich was, jetzt sehe ich nichts, jetzt sehe ich was. Und genau da das ist das Prinzip, eben, das diesen sogenannten Laserinterferometer steht. Und dadurch sind gebaut worden. Hier sind zwei in den USA. Das sind LIGO, also Laser Interferometry, Gravitational Wave Observatory. Wir haben zwei gebaut, damit man sich sicher sein kann, dass man was gesehen hat. Jetzt mal einer sieht, könnte es immer eine Störung sein. Hier sind diese 4 Kilometer langen Arme. Einer ist in Washington, also in Washington State, im Nordwesten der USA, und einer in Louisiana. Und im September 2000, gibt es auch in Deutschland, in der von Hannover, Geo 600, der ist allerdings mit seinen 600 Metern nicht lang genug, um das Signal sehen zu können, aber hier mit vielen der Technologien, die in Reihe steckt, kam hier aus Hannover, das ist eben das Albert Einstein Institut in Potsdam. Das ist das Signal, das dann 2015, nachdem man so circa 20 Jahre an diesem Versuch gearbeitet hat, 20 Jahre lang ihn immer wieder verbessert hat, also das wird 20 sein, wurde endlich im September 2015 das erste Signal gesehen, das eben genau so aussieht. Das sind eben die Gravitationswellen, die eben immer stärker werden, das ist von dem einen, von dem anderen Detektor, die immer stärker werden, wo die Frequenz immer, wo die Wellenlänge immer kürzer wird, und dann schließlich verschwindet das Signal. Also das ist genau der Moment, wo die beiden schwarzen Löcher miteinander verschmolzen sind. Was hier Ganze passiert, ist ein Bruchteil einer Sekunde, etwa 0,1 Sekunde, was man auch gesehen hat, ist eben das Verschmelzen von diesen schwarzen Löchern. Mittlerweile haben wir mehrere von diesen Events schon gesehen. Wir wussten schon, dass es so schwarze Löcher der Größenordnung von 10 Sonnenmassen gibt. Was uns LIGO jetzt gezeigt hat, ist, dass es eben auch schwarze Löcher der Größenordnung von einigen 10, 20, 40 Sonnenmassen gibt. Die waren vorher völlig unbekannt. Und das verrückt war auch alles gut, aber die waren eben, diese Events waren auch anders überhaupt nicht zu sehen. Die waren mit normalen Teleskopen, mit elektromagnetischer Strahlung überhaupt nicht zu sehen. Diese Verschmelzung dieser schwarzen Löcher war komplett dunkel. Und das, obwohl mit der Gravitationswelle, die hier abgespalten wurde, die Energie, die in jedem einzelnen dieser Events abgespalten wurde, war so, war in diesem Bruchteil einer Sekunde, war die Energie so groß, wie alle Sterne im Universum, im sichtbaren Universum, zusammen abgeben, und das sogar noch 50 Mal mehr. Okay, also eine enorme Energie, die durch die Gravitationswellen angestrahlt worden ist, aber mit dem normalen Teleskop war nichts zu sehen. Bis dann vor kurzem zum ersten Mal durch LIGO wiederum entdeckt worden ist, dass sich auch das Verschmelzen von zwei Neutronensternen entdeckt worden ist. Neutronensterne kennen wir auch schon eine ganze Menge. Das waren die beiden, die sich eben verschmolzen haben. Und das Schöne an Neutronensternen ist, dass wenn die miteinander verschmelzen, dann passiert nämlich noch eine ganze Menge. Dann strahlen sie nicht nur die Gravitationswellen ab, so wie hier, sondern es gibt auch noch eine Monsterexplosion dazu. Es gibt einen Jet, dieser Jet interagiert mit der Materie da draußen, es gibt alle möglichen Phänomene, und diese Phänomene, die kann ich dann tatsächlich wieder im normalen Licht sehen. Hier ist eine Aufnahme der Galaxie, wo dieses, was wir gerade in der Simulation gesehen haben, wo das tatsächlich passiert ist. Das ist die Galaxie hier, und dieser Effekt, das ist, war der, dieser Neutronen, diese Verschmelzung der beiden Neutronensterne hier vom Hubble-Weltraum, der ist aufgenommen. Der war ein paar Tage zu spät, aber man sieht eben hier, wie sehr hell ist, und dann innerhalb von ein paar Tagen wieder abgeklungen ist, dieses Event. Dieses Event ist eben gesehen worden von den beiden LIGOs, aber auch von einem Gravitationswellendetektor in Norditalien, in der NVP,
dieser Virgo und eben von, ich glaube, 60 verschiedenen Teleskopen, inklusive 7 Weltraumteleskopen, ist das alles gesehen worden. Das heißt, was bedeutet das, muss ich jetzt mal klar machen, wir sind jetzt zum allerersten Mal in der Geschichte der Menschheit, haben wir etwas beobachtet, gleichzeitig in elektromagnetischer Strahlung und in Gravitationswellen. Also in einem der anderen, also mit mehr als einem Informationsträger. Das heißt, das ist die Geburtsstunde der sogenannten Multi-Messenger-Astronomie, also die Multi-Boden-Astronomie, dass wir eben nicht mehr nur mit Licht, sondern eben auch all diesen anderen Informationsträgern arbeiten. Und womöglich, oder zum Teil eben mittlerweile schon genau das gleiche Phänomen mit verschiedenen Informationsträgern sehen. Das ist eine vollkommen neue Ära, die sich hier auftut in der Astronomie. Okay, aber jetzt wieder zurück zum guten alten Licht. Und wollen wir mal angucken, was es denn noch für tolle Teleskope die Zukunft sozusagen für uns noch bereithält. Um das noch so ein bisschen klar zu machen, sollte ich mal machen wir uns noch mal kurz klar, was ich denn eigentlich, welche Eigenschaften hat denn Licht, die ich überhaupt vermessen kann. Instrument. Naja, zum einen habe ich die Helligkeit als Objekt, das ist einfach der Fluss, wie viele Photonen, wie viel Licht pro Sekunde erreicht mich denn von irgendeinem Objekt. Dann kann ich natürlich die Richtung messen, ob es von da oder von da, oder wie ist die Verteilung in einer Galaxie, wie ist die Lichtverteilung da. Ich kann die Ankunftszeit messen, also zum Beispiel auf Fragen, wie die Helligkeit als Funktion der Zeit ist. Ich kann die Energie messen, das ist das Beispiel die Wellenlänge. Und ich kann noch eine Eigenschaft der Polarisation messen, das heißt, in welcher Ebene das Licht schwingt. Und am liebsten würde ich das alles gleichzeitig messen. Und was wir eben mit Teleskopen machen müssen, ist, wir müssen uns einen Ausschnitt wählen. Es geht immer darum, um sozusagen die Intervallgröße und die Auflösung. Also nehmen wir als Beispiel Richtung. Am liebsten, nicht jedes Teleskop, das haben wir schon mal gesehen, hat ein gewisses Gesichtsfeld. Das heißt, es kann immer nur einen mehr oder weniger kleinen Ausschnitt des Himmels angucken. Am liebsten würde ich natürlich den gesamten Himmel gleichzeitig beobachten. Und das mit einer Auflösung, mit der höchstmöglichen Auflösung. Das ist natürlich nicht möglich. Ich muss dann immer wählen, will ich einen großen Ausschnitt oder einen kleinen Ausschnitt und will ich eine hohe Auflösung oder einen kleinen Ausschnitt. Das wäre das gleiche gilt für all die anderen Parameter. Am liebsten würde ich Photonen, das Licht bei allen Energien gleichzeitig beobachten. Aber das geht nicht, kann ich gleichzeitig Radiowellen und Röntgenstrahlen mit der gleichen Technologie. Das funktioniert immer nicht. Deswegen muss man immer auswählen und muss seine Technologie darauf ausrichten, was man eben machen möchte. Hier eben ein Beispiel, um bei dem Beispiel mit dem Richtung und dem großen Gesichtsfeld zu bleiben. Das hier ist das Large Synoptic Survey Telescope oder LSST. Das entsteht gerade in Chile und es wird ein riesen Durchmusterungsteleskop, etwa 10 Meter groß. Es sieht so ein bisschen gedrungen aus, weil es eben ein riesiges Gesichtsfeld hat, von nämlich fast 9 Grad am Himmel. Dieses Teleskop wird so schnell, macht eben so große Bilder, dass es sozusagen den gesamten von dem Observatorium sichtbaren Himmel innerhalb von einer Woche abfotografieren kann. Und das macht es auch noch in mehreren Farben. Und das macht es dann auch noch 10 Jahre lang. So dass jeder Punkt am Himmel wird etwa 1000 Mal abfotografiert werden, innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren. Dadurch kann ich dann eben, kann diese Fotos alle sozusagen zusammenbauen, dass ich eben unheimlich lichtschwache Objekte noch erkennen kann. Aber vor allem kann ich eben auch sozusagen ein Zeitraffer filmen, es verändern, die wir haben. Bevor wir uns das noch genauer gucken, hier mal eben kurz dieses merkwürdige Design. Hier ist der Primärspiegel, das hier ist der Sekundärspiegel, das Licht kommt von oben, wird gebounced auf den Sekundärspiegel. Das hier ist der dritte Spiegel, der aus dem gleichen Substrat ist, aus dem gleichen Stück Glasgerade gemacht ist wie der Primärspiegel. Und das hier ist diese monströse Kamera, die wir gleich nochmal sehen werden. Hier sieht man, dass der Spiegel geschliffen wurde, also dass die Glasgerade in die richtige Form gebracht wurde. Das ist sozusagen nur der Hauptspiegel und das ist der Tertiärspiegel, der hier in die Mitte das gleiche Stück Glas reingeschliffen worden ist. Das ist diese monströse Kamera. Das hier, also nicht, wenn Sie alle Ihre Fotos gucken, Sie alle haben hier eine Kamera drin. Diese Kamera muss einen Detektor haben, um das Licht aufzunehmen. Das sind verschiedene elektronische Chips. Und das hier ist der Detektor dieser Kamera in seiner vollen Größe, also Modell natürlich.
Diese Kamera hat etwa 3,2 Milliarden Pixel, 3,2 Gigapixel. Das ist die größte digitale Kamera, die die Menschheit je erschaffen hat. Diese Kamera, dieses Instrument hier, diese Linsen, die man da sieht, sind etwa 1,1 Meter groß. Das ist selbst heute bestimmt. Man hat irgendwann auch nur Linsenteleskope zu bauen, weil große Linsen zu bauen wirklich schwierig ist, weil sie sich eben verformen. Deswegen hat man irgendwann angefangen, Spiegelteleskope zu bauen. Jetzt sind wir wieder da, dass wir wieder so große Linsen brauchen, aber aus einem ganz anderen Grund. So sieht das aus, das Ganze entsteht auf einem Berg, auf dem Cerro Pachón in Chile. So sah es noch 2016 aus, so sieht es mittlerweile aus. Das Teleskop soll in 2022 seinen Betrieb aufnehmen. Was kann man damit alles machen? Kann man mit dunkler Materie, dunkler Energie erforschen, mit diversen Möglichkeiten, da kann ich jetzt gar nicht reingehen, das überspringe ich mal, denn was ich eigentlich noch erzählen wollte, eben hier dieses veränderliche Universum. Man guckt so in den Himmel und denkt sich, naja, das war schon immer so, man sieht die Sterne und man nimmt natürlich keine Veränderung wahr, aber doch verändert sich eigentlich alles am Himmel die ganze Zeit. Die meisten, es gibt sehr, sehr viele veränderliche Sterne, sehr viele Phänomene, die kommen und gehen. Wir haben eben diese neuen Sternkollisionen gesehen. Es gibt Supernovae, es gibt Novae, es gibt, wie gesagt, veränderliche Sterne. All das eben wird jetzt zum ersten Mal so richtig durch das LSST erschlossen werden. Also was wir hier, wenn wir kurz zurückdenken an dieses Bild mit dem, was können wir überhaupt für Photonen messen, was wir hier messen, ist die Helligkeit als Funktion der Zeit. Okay? Das ist etwas, was wir uns über diese Zeiträume noch überhaupt und für diese großen Mengen an Sternen noch überhaupt nicht so richtig angeguckt haben. Jetzt kommen wir zu einem Teleskop, das so ungefähr genau das Gegenteil macht. Anstatt riesige Himmelsflächen abzufotografieren, guckt dieses Teleskop hier sehr genau hin. Das hier ist das Extremely Large Telescope, wie halt so prosaischer Name. Wir hatten gerade schon das Very Large Telescope, jetzt ist das Extremely Large Telescope. Was kommt danach? Dieses Teleskop wird einen Durchmesser haben von sage und schreibe. Hier, also ein Durchmesser des Primärspiegels von sage und schreibe 39,3 Meter. Das ist größer als der Raum. 39,3 Meter. Damit wird dieses Teleskop das größte Teleskop der Welt sein, das größte optische und infrarote Teleskop der Welt sein. Und zwar nicht nur zu dem Zeitpunkt, wenn es fertiggestellt wird, was ungefähr hoffentlich im Jahre 2024 sein wird, sondern auch in der absehbaren Zeit für viele Dekaden danach. Hierbei, wir haben eben Galileo Galilei, deswegen hier der große schiefe Turm von Pisa. Hier, das sind die vier 8,2 Meter Teleskope, die wir vorhin hatten, und das hier mal im Vergleich, wie das aussieht. Beeindruckendes Gebäude, 86 Meter hoch, 4 Zentimeter im Durchmesser, vielleicht um sich besser vorstellen zu können. Und das hier, das ist ja die Fußball ist ja schon durch. Ja, wie gesagt, es gibt noch andere Projekte, unsere amerikanischen Kollegen, die bauen auch an großen Teleskopen, aber leider sind sie nicht so groß wie unseres. Hier ist das 30-Meter-Teleskop, das Giant Magellan-Teleskop, das so, je nachdem wir uns rechnen, 25 oder 27 Meter groß ist. Hier ist das LSST, von dem wir eben schon gesprochen haben. Aber wie gesagt, das ELT wird mit Abstand das größte Teleskop der Welt sein. Hier mal, um sich das mal so klar zu machen nochmal, hier sind mal die ganzen Teleskope so abgebildet. Das hier ist das ELT, das ist das 30-Meter-Teleskop. Das sind so die größten heutzutage Teleskope. Hier die 10 Meter Teleskope auf Japan und Spanien haben ein 10 Meter Teleskop, die Südafrikaner haben eins. Das sind die 4 8 Meter Spiegel hier. Hier so ist das Hubble-Weltraum-Teleskop. Ganz kleines Teleskop. Aber natürlich weiß, überall der Erdatmosphäre sind sie sehr wertvoll. Hier ist das Uhr 100 Zoll, das wir vorhin hatten, das Hale, das lange Zeit, das größte war. Hier das LSST, quasi nur dieser Ring. Dieses ELT ist von seiner Lichtsammelfläche, also die Fläche, die eine schiere Glasfläche, die das an den Himmel bringt, ist mehr als alle existierenden Teleskope zusammengenommen. Also mit diesem einen Teleskop verdoppeln wir sozusagen unsere Schlagart, verdoppeln wir unsere Fähigkeit, Photonen aus dem Himmel einzusammeln. Nur weil es so schön ist, noch kurz ein Video einmal reinfliegen, wie es eben drin aussieht. In so einem Teleskop geht eine ganze Menge Stahl rein. Die Hauptkonstruktion sind etwa 3500 Tonnen Stahl, die da verbaut. So sieht es dann eben drin aus. Da fliegen wir einmal runter. Hier sieht man also den Hauptspiegel. Das sehen wir gleich noch ein bisschen besser. Da oben hängt der Sekundärspiegel, der immer noch eindrucksvolle 4,2 Meter groß ist.
Dann kommt das Licht wieder runter, das sieht man manchmal besser. Ich glaube, ich überspringe das mal, das ist gar nicht so interessant. Also der Hauptspiegel, Sekundärspiegel von 4,2, da gibt es hier einen Intermediate-Fokus, dann hier das dritte, vierte, fünfter Spiegel und dann wird das Licht hier rausgeschickt. Hier werden dann die Instrumente sitzen. Selbst hier der dritte Spiegel sind immer noch fast 4 Meter groß. Hier sind die Instrumentenplattformen ungefähr so groß wie Tennisplatz, diese Plattformen, die gigantischen Instrumenten. Also da sind die Kameras und Spektrographen, die das Licht, das das Teleskop ihnen liefert, einsammelt und weiter analysiert. Voll bewegliches Teleskop natürlich. Und da es auch in Chile gebaut wird, werden wir gleich sehen, Chile ist eine aktive Region, da muss man mit Erdbeben rechnen. Also auch da muss man umgehen können, selbst mit so einer Struktur sind halbwegs erdbebensicher zu bauen. Genau, hier in Chile wird es gebaut. Warum eigentlich in Chile? Dazu gibt es eine ganze Menge Observatorien. IPSS-System wird auch dort gebaut. Warum in Chile? Was ist in Chile so toll? Naja, zum einen ist es eine recht unbesiedelte Gegend. Da ist nicht so viel Licht. Also da, wo das ELT gebaut wird, die nächste Stadt an Vergast, das ist etwa 120 Kilometer weit entfernt. Also man ist da schön unter sich und hat eben kein störende Licht aus einer nahegelegenen Stadt. Aber es ist eben auch sehr wenig wolkig hier, also das ist hier sozusagen die Transmission durch die Atmosphäre, wie viele Wolken und dann tatsächlich hat man hier gegen etwa 340 klare Nächte pro Jahr. Warum ist das eigentlich so? Hier ist eine Aufnahme von einem Space Shuttle aufgenommen, hier ist das Hubble-Weltraum-Teleskop. Wir gucken hier auf Chile, da unten ist Feuerland und die Südspitze von Südamerika. Hier ist das VET ganz nah an der Küste gebaut, also diese 4-8-Meter Spiegel und das ELT ist dort ganz in der Nähe. Das liegt daran, dass hier der Humboldtstrom langfließt, der 5 Grad kalt ist und der dafür für eine Inversionslage sorgt. Also dass die Luft unten ist kälter als die Luft oben drüber. Normalerweise ist es ja andersrum. Und das heißt, die warme Luft sitzt wie ein Deckel auf der feuchten, kalten Luft und somit kann die feuchte, kalte Luft nicht da rein. Und hier drüben sind die Anden mit ihren 5000 Meter Bergen, die halten Feuchtigkeit, die aus dem Osten kommt, ab. Somit haben wir hier eine der trockensten Gegenden der Welt mit Luftfeuchtigkeiten von im einstelligen Prozentbereich oder 5%. Hier soll das also gebaut werden. Hier ist das VLT, das sind die 8 Kilometer Teleskop, die wir eben gesehen haben. Etwa 23 Kilometer davon entfernt wird das ELT gebaut werden. So sieht es mittlerweile aus. Der Berg war mal 3064 Meter hoch, mittlerweile ist er nur noch 3046 Meter hoch. Wir mussten ihn halt ein bisschen kürzen, um hier oben eine Fläche von ungefähr 2 Fußballfeldern groß herzustellen. Mittlerweile sieht es gar nicht mehr so aus, die Straße muss da aufgebaut werden. Mittlerweile ist hier eine Baustelle voll im Gang, eine riesen Großbaustelle. Aber was erzähle ich Ihnen hier in Stuttgart von Großbaustellen? Wie wichtig das auch für Chile ist, das hier war die Grundsteinlegung des ELTs, das ist der Generaldirektor der ESO, der Europäischen Südsternwarte, das ganze Ding bauen. Und das hier ist die Präsidentin von Chile, die ist eingekommen, das ist der Stellenwert, den die Astronomie in Chile hat, dort ein. Und dann kommt der Präsidentin zur Grundsteinlegung von wissenschaftlichen Instrumenten. Aber nicht nur in Chile gibt es was zu sehen, auch in Deutschland. Das hier ist auf den Straßen von Mainz aufgenommen, vor etwa einem Jahr. Denn die Schottwerke in Mainz, die gießen hier drin, befinden sich die Anfänge des Sekundärspiegels, der 4,2 Meter, wie gesagt, groß ist. So sieht es aus, der ist gedrossen worden mittlerweile und muss jetzt diverse Prozesse durchgehen, dass diese Glaskeramik die richtige Struktur annimmt. Eine ganz besondere Glaskeramik, die die Eigenschaft hat, eben sich bei Temperaturänderungen überhaupt nicht zu verformen oder auszugehen und die immer völlig konstant bleibt. So sieht es aus, wenn man reinkommt. Noch eine kurze Sache hier zu Astro. Genau, dieser Hauptspiegel mit 39 Metern, der ist natürlich viel zu groß, dass das mit einem Stück Glas bauen könnte. Deswegen muss man ihn zusammensetzen. Und zwar aus Einzelteilen, hexagonale Einzelteile, sind das jedes etwa 142 groß. Und davon, um den ganzen Spiegel zusammenzusetzen, brauche ich 798 Stück. Das ist genau ein weniger, als wie ich eben erfahren habe, als es Sitze in diesem Auditorium gegeben sind. Genau 799 Sitze. So sieht das aus, hier sind ein paar Prototypen, die sind sehr dünn, nur 5 cm dick, die sind alle einzeln aufgehängt. An 27 Kontaktpunkten, damit kann ich die Dinger bewegen, kann sie kippen und 2 Achsen sogar in sich verformen. Und all das ist notwendig, denn diese 798 Einzelteile müssen alle miteinander eine perfekte Oberfläche ergeben. Sie müssen so tun, als wären sie alle Teile eines einzelnen Spiegels.
Nur kurz zur Frage, ich sage eben, dieses Teleskop macht genau das Gegenteil von dem LCC. Was habe ich denn damit gemeint? Naja, dieses Teleskop, warum will ich überhaupt größere Teleskope bauen? Naja, das hat zum einen damit zu tun, dass ich mit einem größeren Teleskop schärfere Bilder machen kann. Also die Auflösung eines Bildes, die Schärfe eines Bildes hängt davon ab, wie groß das Teleskop ist. Je größer das Teleskop, desto schärfer sind die Bilder, die ich damit machen kann. Das ist alles schön und gut, aber es gibt auch kein Problem, wieder diese thermale Breite Erdatmosphäre. Denn nicht nur blockt sie komplett manches Licht ab, sondern das Licht, das sie durchlässt, zum Beispiel das sichtbare Licht, wird auch noch verzerrt. Das ist so ein bisschen, wenn man auf die Erdoberfläche die Weltraum guckt, ist es so ein bisschen so, als würden Sie auf dem Boden eines Schwimmbads sitzen und nach draußen gucken. Wenn die Oberfläche des Schwimmbads nicht perfekt, des Wassers nicht perfekt still ist, dann sehen Sie das Licht, dann sehen Sie die Außenwelt verzerrt. Und genauso ist das mit der Erdatmosphäre auch. Wenn Sie nachts in Ihrem Garten stehen und in den Himmel gucken, dann sehen Sie die Sterne funkeln, richtig? Dieses Funkeln, Sterne funkeln nicht. Die Funkeln haben mit den Sternen überhaupt nichts zu tun. Dieses Funkeln ist das Zittern der Atmosphäre. Das sind Turbulenzen, die in der Erdatmosphäre passieren und die eben das Bild des Sterns ein ganz bisschen hin und her tanzen lassen. So wie, wie das hier dargestellt ist, also diese Wellen, die von dem Licht da kommen, das müssen wir kurz anhalten. Dann sehe ich dieses Bild der Sterne, also die Wellen von den Sternen kommen in der Erdatmosphäre verzerrt. Und das führt eben zu einem hin und her tanzenden Bild. Wenn ich das jetzt hoffentlich weiterlaufen kann. Was ich jetzt machen kann, ich kann einen schönen Trick machen. Also hier kommen die Wellenlängen an, die Wellenfronten an, die eben verzerrt sind. Und die werden hier von einem Spiegel reflektiert, der zuerst ganz flach ist. Und naja, dann sind die reflektierten Wellenfronten genauso verzerrt wie die eingegangen sind. Jetzt gehe ich mit meinem Computer hin und gucke mir sehr genau an, wie so ein Stern hin und her tanzt. Und kann daraus errechnen, wie ich denn jetzt diesen Spiegel deformieren muss, indem ich von hinten dagegen drücke, wie muss ich den deformieren, damit diese Verzerrungen genau rausgenommen werden, sodass am anderen Ende, wenn sie in Wellenformen reflektiert worden sind, sie perfekt parallel sind, das heißt perfekt scharfe Bilder geben. Das funktioniert also in Echtzeit. Wenn man das macht, wenn ich das einschalte, dann tanzt der Stern nicht mehr herum und dann kriege ich ein perfekt scharfes Bild, das sozusagen den ganzen Effekt, den Verzerrungseffekt der Erdatmosphäre herausnimmt. Das ist jetzt nichts, kein Post-Process, das ist nicht etwas, was man hinterher macht während, mit den Bildern, sondern das ist etwas, was man während die Beobachtung vonstatten geht. Also mehrere hundert Mal pro Sekunde checkt das Teleskop, wie der Zustand der Atmosphäre ist und befiehlt diesen einen Spiegel, wie er denn sich zu verformen hat, um die perfekte Bildqualität zu erreichen. Hier ist der Spiegel, das ist dieser vierte Spiegel in Spanien, dieser M4, der wird so etwa 6000 solcher Kontaktpunkte haben, mit denen der Spiegel in genau die richtige Form gemacht werden kann, mehrere hundert Mal pro Sekunde. Warum will ich das überhaupt wissen? Naja, wir haben eben von extrasolaren Planeten gesprochen. Das hier ist das erste Bild, aufgenommen 2004, als extrasolaren Planeten. Da ist er. Aber, dieser Planet ist nicht so richtig super interessant. Er ist etwa 5-mal die Masse von Jupiter und hat etwa die 1,5, diese Distanz zu seinem Unterstern, etwa 1,5-mal die Distanz zwischen Sonne und Pluto. Wir hätten aber würden gerne Planeten näher dran sehen. Warum? Weil näher dran befindet sich die sogenannte habitable oder bewohnbare Zone. Die bewohnbare Zone um einen Stern ist die Zone, wo ein Planet die richtige Menge Strahlung abkriegt, damit Wasser in etwa flüssig sein kann. Wenn ich zu weit weg bin, kriege ich zu wenig Strahlung, ob es zu kalt, als Wasser dann heiß, wenn ich zu nah dran bin, ist viel zu heiß, Wasser verdampft dran ist. Diese habitable Zone hängt so ein bisschen von der Masse des Sterns ab, aber grundsätzlich ist diese Distanz sehr klein. Wird sie vorhin zu gehören, dass die Erde in der bewohnbaren Zone der Sonne. Das ist schon mal gut. Aber im Bahnstein ist es eben anders. Diese Zone ist extrem nah dran. Das heißt, wenn ich direkt das Licht auch von anderen Planeten aufnehmen will, von einer großen Distanz aus gesehen, sind diese Planeten extrem nah an ihren Untersternen dran. Wenn ich die beiden Lichtpunkte auseinanderhalten will, dann brauche ich eine sehr, sehr hohe Auflösung, ein sehr scharfes Bild. Und das will ich nämlich deshalb machen. Ich will direkt dieses Licht empfangen von diesen anderen Planeten. Denn ich möchte am liebsten, möchte mir gerne ihre Atmosphäre angucken. Denn anhand der Atmosphäre kann ich eventuell nachweisen, ob es auf der Oberfläche eines solchen Planeten womöglich Leben geben kann. Wir wissen, dass auf der Erde die Entstehung des Lebens und nicht insbesondere die Erfindung der Photosynthese die Zusammensetzung der Erdatmosphäre nachhaltig verändert hat. Vermutlich
wäre das auch an auch so. Was könnte man eben nachweisen, wenn ich eben direkt das Licht von einem Exoplaneten auflösen könnte und von seinem Mutterstern trennen könnte? Ein anderes Thema, was man mit dem ELT machen möchte, ist natürlich, weil es so groß ist und so eine enorme Lichtsammelfläche hat, kann ich eben sehr lichtschwache Objekte sehen. Das bedeutet, dass ich sehr tief in das Universum hineingucken kann, bis zurück an den Anfang des Universums gucken kann. Denn es gibt ja eine Periode im Universum, die wir beobachtungstechnisch nicht erfasst haben. Das ist diese sogenannte Dark Ages, diese dunkle Zeitalter. Wir wissen, im frühen Universum gab es zwar keine Sterne, ich habe es eben schon erwähnt, aber irgendwann müssen die ersten Sterne, die ersten Galaxien entstanden sein. Die haben wir bisher noch nicht gesehen. Selbst in diesem Bild, das ich eben schon mal gezeigt habe, das haben wir auch schon empfohlen, wenn man da reinzoomt und sich irgendwie so einen ganz kleinen roten Punkt zoomt, also nicht den Laser, sondern diesen kleinen roten Punkt da natürlich, wenn wir da ein paar von rauszoomen, dann sehen die so aus. Das sind so ziemlich die am weitesten entfernten und somit jüngsten Objekte, die wir bisher haben beobachten können. Diese Dinge sind alle so ungefähr so weit weg, dass ihr Licht etwa 13,2 Milliarden Jahre gebraucht hat, um bis zu uns zu kommen. Wir erinnern uns, das Universum ist überhaupt erst 13,8 Milliarden Jahre alt. Das heißt, diese Galaxien haben zu dem Zeitpunkt, als wir Licht ausgesendet haben, war das Universum überhaupt erst 600 Millionen Jahre alt. Das war noch sehr, sehr jung. Und doch sind diese Galaxien nicht erste Generation von Galaxien. Das kann man Ihnen ansehen. Und wir würden aber gerne diese allererste Generation von Galaxien sehen. Dann wird sicherlich das ELT eine Rolle spielen, aber ein anderes Teleskop, das dabei eine große Rolle spielen wird, ist das hier. Das ist das James Webb Space Telescope, nach einem NASA-Administrator benannt. Nicht nach einem Astronomen, nein, nach einem Administrator. Gut. Ein 6,5 Meter großes Teleskop, das in den Weltraum geschossen werden soll, sollte eigentlich. Eigentlich sollte es schon 2014, dann sollte es 2016, dann war es Oktober 2018, jetzt wird es wahrscheinlich noch erst 2020, dass es hochgeschossen wird. Aber es wird kommen, es ist gebaut. Es ist ganz anders als das Hubble-Weltraum-Teleskop, das schon 2,5 Meter Teleskop ungefähr war. Das sind jetzt 6,5 Meter. Ein anderer Unterschied ist der Wellenlängenbereich, in dem es arbeitet. Das James Webb-Teleskop ist vor allem für das Infrarote ausgelegt. Deswegen hat es auch hier diese Struktur hier unten drunter, das ist ein Sonnenschild, das soll die Strahlen der Sonne abhalten, um eben das Teleskop schön kalt zu halten. Denn die thermische Strahlung, die eigene thermische Strahlung, würde sonst das Teleskop sozusagen zu sehr blenden. Wir sehen schon hier auch, das James Webb Space Teleskop ist segmentiert, die einzelnen Spiegel, also der Hauptspiegel, nur zusammengesetzt, das einzelne Spiegel. Warum? Naja, eine Rakete, mit der man ein Objekt mit 6,5 Meter Durchmesser transportieren könnte, haben wir nicht. Das Ganze wird gelauncht mit nur Ariane 5, also von den Europäern. Und so sieht das aus. Das Ganze wird also zusammengefaltet, in den Weltraum geschossen und muss sich dann auseinanderfalten. Jedes Mal, wenn ich dieses Video sehe, kriege ich Gänsehaut und wird mir ganz schlecht, weil das eine extrem komplexe Operation, die man gleich sehen wird, die da vonstatten geht, die da im Weltraum passieren muss. Und da hat man einfach Angst, dass natürlich viel schief gehen könnte. Wir erinnern uns auch an alle Weltraumteleskope, dass man was schief gegangen. Das konnte man aber reparieren. Man konnte hinfliegen mit dem Shuttle, das einfangen und reparieren. Das wird in diesem Fall nicht mehr möglich sein. Da wird der Außenspiegel eingeklappt, wie wir am Auto. Der Außenspiegel wird ausgeklappt. Vermutlich haben die amerikanischen Militärs das schon gemacht, sonst wären sie sich nicht so sicher, dass sie das könnten. Also vermutlich schwirrt da oben schon irgendwo ein ähnliches Teleskop rum, das natürlich nach unten guckt, das Spionagesatellit. Vermutlich haben sie es schon mal gemacht. Ja, wer weiß, wir können es nicht reparieren. Wenn irgendwas schief geht, dann war es das. Dann haben wir etwa 8 Milliarden Dollar versenkt. Denn dieses Teleskop wird nicht in einer Umlaufbahn von etwa 600 Kilometern um die Erde ziehen, so wie Hubble das getan hat, sondern es wird etwa 1,5 Millionen Kilometer weit weg sein. Also in etwa ein Hundertstel der Entfernung zur Sonne, im sogenannten Lagrange-Punkt 2. Und das eben deswegen, weil ich eben möglichst weit weg sein will von der Sonne und möglichst kühl sein will. So, haben wir noch, wie ist es mit Ihrer Geduld? Können wir noch? Ist noch keiner Stiche gegangen. Ist noch ein Thema. Ja, ein. Schwarze Löcher. In jedem vernünftigen Vortrag über Astronomie sollte immer ein schwarzes Loch kommen. Wir wissen, dass es schwarze Löcher gibt. Wir wissen, dass bei den sogenannten aktiven galaktischen Kernen, die geben so viel Energie,
Idee ab, dass diese Energie kann im Sternraum produzieren. Das funktioniert nur, indem ich quasi schwarzes Loch habe, das Materie ansaugt und indem in so einer Akkretionsscheibe, die extrem heiß wird, und da wird dann halt unheimlich viel Energie freigesetzt. Das wissen wir schon ziemlich lang. Interessant ist aber, dass wir ein schwarzes Loch auch im Zentrum unserer eigenen Milchstraße haben. Ich zoome jetzt mal rein in das Zentrum, das dauert ein bisschen länger, aber es macht viel Spaß, da rein zu zoomen. Wir haben ein schwarzes Loch im Zentrum unserer Milchstraße. Woher wissen wir das? Ne? Was Astronomen gemacht haben, sind hingegangen und haben dann genau das Zentrum unserer Milchstraße über lange Zeiträume immer wieder abfotografiert. Also über, wir reden jetzt hier von mehr als 20 Jahren, 24 Jahren mittlerweile. Und wenn man das macht, und dann setzt man diese Daten zusammen hier in einen kleinen Zeitraffer, finden, das sehen wir jetzt gleich, dann sieht man etwas Besonderes. Wir zoomen immer noch weiter rein, immer noch weiter rein. Wo ist es denn, das Zentrum? Gleich kommt es zum Vorschein. Hier, das ist die Stelle. Das gucken wir uns jetzt noch ein bisschen genauer an. Und so sieht das aus. Das ist jetzt, echte Daten, keine Darstellung, sondern echte Daten. Was wir eben sehen, ist, dass die Sterne sich dort im Zentrum bewegen. Aber sie bewegen sich nicht einfach irgendwie chaotisch durcheinander, sondern sie bewegen sich eindeutig auf Ellipsen, auf Umlaufbahnen. Diese Sterne bewegen sich um etwas herum. Und aus der Bewegung dieser Sterne kann man errechnen, einfach Keplersche Gesetze, kann ich errechnen, wie viel Masse denn das Zentralobjekt haben muss, um dass sich diese Objekte auch bewegen. Das ist genau im Sonnensystem aus der Bewegung der Planeten kann ich die Masse der Sonne errechnen. Das ist genau das gleiche hier. Und die Antwort darauf, wie viel Masse denn das Zentralobjekt da hat, ist 4,2 Millionen Sonnenmassen. Also 4,2 Millionen Sonnenmassen habe ich dort. Und diese 4,2 Millionen Sonnenmassen, die haben eine Suche, denn ich sehe sie ja gar nicht. Das müsste ja eigentlich, wenn es ein Sternhaufen wäre, müsste das ja wahnsinnig hell sein. Das sehe ich aber nicht. Also es gibt keinen Sternhaufen. Zudem ist dieser eine Stern hier, der hier, das ist ein Stern mit dem wunderschönen Namen S2, der kommt dem schwarzen Loch sehr, sehr nah, auf etwa 17 Lichtstunden. Das heißt, ich muss 4,2 Millionen Sonnenmassen nehmen. Sie dürfen nicht strahlen und muss sie auf einen Raum, der kleiner ist als 17 Lichtstunden, zusammenpressen. Die einzige Antwort darauf ist, dass da ein schwarzes Loch sein muss. Denn ein schwarzes Loch der Größe wie von 4,2 Millionen Sonnenmassen. Also das kann man sich so, das ist jetzt ein Modell aus diesen Daten gebaut. Hier oben, Daten S2. Der ist hier ganz nah rankommt, da sind wir rum. Und im Übrigen S2, wir haben mittlerweile mehr als einen ganzen Orbit von S2 gesehen. Und S2 Mitte dieses Jahres ist es wieder soweit, Mitte 2018 ist es wieder soweit, dann wird S2 wieder seine größte Annäherung an das schwarze Loch kriegen. Und das muss man natürlich unbedingt beobachten. Das heißt, in Mitte dieses Jahres sind wieder alle Teleskope auf dem Zentrum der Milchstraße, auf das Zentrum der Milchstraße ausgerichtet. Um das zu beobachten, wie gesagt, die 17 Lichtstunden, also S2, das sind etwa 1000-mal die Größe des schwarzen Lochs. Also S2 kommt im schwarzen Loch etwa 1000-mal so nah wie die Größe des schwarzen Lochs, eigentlich selbst, das ist so ein Schwarzschildfall. Mit dem ELT, mit der höheren Auflösung, wenn dann noch näher rankommen, etwa 100 Schwarzschildfall. Aber, und das ist natürlich interessant, weil mit diesen Orbits, also diese Sterne, bewegen sich an einem sehr starken Gravitationsfeld. Und das heißt, diese Orbits, da sieht man alle möglichen relativistischen Effekte, die man hier im Sonnensystem auch sehen kann. Und damit kann man Relativitätstheorie studieren. Das ist quasi der einzige Ort, wo wir wirklich Schwerkraft mit einem starken Limit, also da, wo Raumzeitdruck wirklich sehr stark ist, wo wir das direkt so quasi laborartig untersuchen können. Aber wir würden gerne noch ein bisschen besser machen, würden am liebsten doch wirklich mal so ein schwarzes Loch selbst sehen. Naja, ein schwarzes Loch selbst natürlich schwarz, kann man nicht sehen, aber die Materie, die drumherum liegt und die unmittelbar das schwarze Loch umgibt, die kann man natürlich schon sehen, die leuchtet schon. Aber so ein schwarzes Loch, selbst das im Zentrum unserer Milchstraße, obwohl es 4 Millionen Sonnenmassen ist und obwohl es relativ nah dran ist an uns, ist es doch am Himmel gesehen sehr, sehr klein. Sehr klein. Wirklich sehr klein. Also der Winkel am Himmel sind 10, wenn für den, die zwar sagt, sind 10 Mikrobogensekunden. Nein. Der Mond, der Vollmond, sind 30 Bogenminuten am Himmel. Eine Bogenminute sind 60 Bogensekunden. Und eine Mikrobogensekunde ist eine Millionstel Bogensekunde. So, also die Ausdehnung des schwarzen Lochs am Himmel ist
ist etwa 10 Mikrobogensekunden. Das heißt, wir brauchen, um das wirklich sichtbar zu machen, brauchen wir ein Teleskop, das etwa diese Auflösung hat. Das kann das ELT nicht. Aber das hier kann es. Das sogenannte Event Horizon Telescope, das ein bisschen schwierig zu bewerten ist, weil es nicht wirklich ein einzelnes Teleskop ist, sondern es ist eine Anzahl von Teleskopen, die über den gesamten Planeten verstreut sind und die man eben miteinander zusammenschaltet. Das sind eben, hier ist noch eine Messelkarte, Teleskope in Südamerika, sogar am Südpol, in Amerika, auf Hawaii, in Europa, Nordamerika ist dort gemäß noch eins in Grönland dazukommen. Diese Teleskope werden alle miteinander zusammengeschaltet. Das heißt, all diese Teleskope beobachten das Zentrum des Schwarzen Lochs. Das ist übrigens einmal, das wir vorhin schon mal gesehen haben, hier auch einmal wird damit reingenommen in diese Beobachtung. Die einzelnen Teleskope beobachten also das Schwarze Loch und dann werden die Daten zusammengeführt, offline, also das passiert gar nicht in Echtzeit, sondern werden offline zusammengeführt und müssen dann correlated werden, eben, man braucht dafür einen ziemlich großen Rechner, um eben sozusagen ein Bild daraus errechnen zu können. Der Witz eines Interferometers, warum mache ich das? Warum schließe ich solche Teleskope zusammen? Wenn ich so Interferometrie mache, wenn ich das richtig mache, dann hat, ich habe eben gesagt, die Auflösung eines Teleskops, das Auflösungsvermögen eines Teleskops hängt von der Größe des Teleskops ab. Was ich bei so einem Interferometer habe, ist, dass ich, auch wenn das hier nicht wirklich eine zusammenhängende Lichtsammelfläche ist, so ist das Auflösungsvermögen eines solchen Interferometers doch so, als hätte ich ein Teleskop, das diese Größe hätte. Also ich habe quasi ein Teleskop, das die Größe des Planeten Erde hat. Das ist das Auflösungsvermögen eines dieses Interferometers. Und wenn ich das jetzt auf der richtigen Mengenlänge mache, etwa 1,3 mm, dann kriege ich tatsächlich eine Auflösung zustande, die etwa 15 Mikrobogensekunden ist, also nur knapp größer ist als der Ereignishorizont des Schwarzen Lochs im Zentrum unserer Milchstraße. Deswegen mache ich das, also dass ich eben das Event Horizon Teleskop habe, eben je größer ich die Entfernung zwischen den weißen von anderen entfernten Teleskopen mache, desto größer wird eben die Auflösung. Und je mehr Teleskope ich reinbaue, desto größer wird natürlich die Sensitivität des Teleskops. So soll es vielleicht eventuell mal aussehen, also das sind Simulationen, also man versucht sozusagen die Silhouette des Schwarzen Loches gegen das Leuchten des Umgebungsgases sozusagen direkt sichtbar zu machen. Und wiederum, was man hier macht, ist, man testet die Vorhersage der allgemeinen Relativitätstheorie, die was ja immer noch unser bestes Verständnis der Schwerkraft ist. Aber eben hier jetzt in einem Regime, das uns sonst überhaupt nicht zugänglich ist. Hier ist Schwerkraft auf der Erde und so ist alles total schlapp und schwach. Aber hier im Zentrum, in der Nähe des Ereignishorizonts eines Schwarzen Loch, da ist Schwerkraft richtig stark. Und das ist der einzige Ort im Universum, wo wir eben solche Bedingungen vorfinden können und wo wir sie eben auch tatsächlich direkt studieren können. Also man testet sozusagen die Vorhersagen der allgemeinen Relativitätstheorie, man macht hier wirklich ganz grundlegende Fundamentalphysik mit diesen Versuchen. Und deswegen habe ich das auch mit einer der Gründe, warum ich das schon erzählt habe. Die Beobachtungen von 2017 haben wir die ersten Beobachtungen gemacht. Die sind schon alle im Kasten. Es wird fleißig gerechnet. Und ursprünglich haben sie mal angekündigt, dass im Dezember 2017 schon die ersten Resultate kommen sollen. Und die sind bisher noch nicht rausgekommen. Wir haben in der Zeitung noch nicht die Überschrift gesehen, Schwarzes Loch im Zentrum der Milchstraße beobachtet und abgebildet. Das wird aber demnächst kommen. Das kann nicht mehr lange dauern. Für die 2018er Beobachtungen laufen, das wird über einige Jahre gehen. Aber die 2017er Beobachtungen müssen jetzt eigentlich weit ausgewertet sein. Und dann werden wir hoffentlich dieses Bild, was wir in der Simulation nur gesehen haben, echt. In Kürze. Okay, so. Damit will ich jetzt endlich am besten. Ich könnte noch stundenlang weitermachen. Das war nur ein ganz kleiner Ausschnitt von ein paar Teleskopen, die uns erwarten. Es gibt noch viel, viel mehr. Euclid, ein neues Weltraumteleskop, das Durchmusterung am Himmel macht. So gut wie es neue Weltraumteleskop, aber den ganzen Himmel. Der Mauna Kea Spectroscopic Explorer, LSST für Spektroskopie sozusagen. Square Kilometer, ein Radioteleskop mit einer Lichtsammelkapazität von einem Quadratkilometer, wird quasi jede Galaxie, die noch ein bisschen Wasserstoff drin hat, bis zu einer Rotation von 1 vermessbar. Das wird gigantisch. Dann Cherenkov Telescope Array, das wird auch zum Teil in Deutschland gebaut hier, dass eben die allerhärtesten, die energiereichsten Gammastrahlen beobachten wird. Also es liegt noch unheimlich viel vor uns, wir können uns noch auf vieles freuen
und von wegen das goldene Zeitalter der Astronomie, zwar nicht in den 90er und 100er Jahren, es beginnt jetzt. Dankeschön.